Musikalischer Auftakt in das Reformationsjubiläumsjahr 2017. Die Frage ist ja, wie können wir es, das, was damals passiert ist, ins Hier und Jetzt übersetzen, so praktisch in die Wohnzimmer bringen. Das Reformationsjubiläum, 500 Jahre Thesenanschlag Luther. Was hat das heute für eine Bedeutung? Und das ist, glaube ich, mit dem Pop-Orateur, mit der Inszenierung gut gelungen. Getextet wurde Luther von Star-Autor Michael Kunze. Die Musik komponierte Erfolgsproduzent Dieter Falk. Michael und Kunze und ich, wir haben uns einige Male getroffen. Und dann habe ich ihm quasi meine musikalischen Demos, die ich zu Hause bastel, die habe ich ihm gemailt mit irgendwelchen Lala drauf. Und dann entwirft er wieder bei sich zu Hause in Hamburg den Ablauf der Story, den Ablauf der Einzelteile der Songs. Er puzzelt das Ganze wie ein Story-Architekt, wie ein Song-Architekt dann neu zusammen. Wir packen diesmal diese Geschichte von Luther in den Reichstag von Worms. Und Michael Kunze hat es wunderbar hinbekommen, dieses Gerichtsdrama am Rande dieses Reichstag von Worms mit den ganzen komplizierten geschichtlichen und religiösen und politischen Zusammenhängen so zu erzählen, dass es eine Thriller-Story ist. Neben Sinfonieorchester, Rockband und Profidarstellern wirken mehr als 20.000 Laiensängerinnen und Sänger bei den Aufführungen mit. Da ist selbst der Dirigent nervös. Ich freue mich natürlich drauf, aber bis mal dann die ersten paar Töne mit dem Chor gesungen sind und man in die Gesichter geguckt hat, wie es so ist, dann ist das Lampenfieber auch wieder weg. Geprobt wurde in vielen kleinen regionalen Proben in den Kirchengemeinden, bevor die Sänger dann am Aufführungstag bei der Generalprobe das erste Mal zusammentreffen. Ja, also es ist der Wahnsinn, einfach mit so vielen Leuten zu singen, da mittendrin zu stehen. Total beeindruckend, überwältigend. Ja, es ist ein unvergleichliches Erlebnis. Die Lautstärke, das Gefühl an sich, man hat ein Gemeinschaftsgefühl. Luther ist ein Pop-Oratorium und damit musikalisch ziemlich weit weg von der Sonntagsmorgensorgel. Ich glaube, es macht gerade deutlich, dass Luther in jede Zeit passt. Er war eine Figur, hat vor 500 Jahren gelebt, aber das, was er in Bewegung gesetzt hat, was er geschrieben, gesagt hat, das hat nach wie vor heute eine ungebrochene Aktualität und deshalb passt das auch zu dieser Musik. Im Reformationsjubiläumsjahr wird das Pop-Oratorium Luther in 9 Städten zu sehen sein. Mein größter Wunsch wäre, wenn die Menschen dieses Pop-Oratorium hören, vielleicht sogar auch mitsingen, nach Hause gehen und sagen, das macht mich neugierig, was ich hier erfahren habe, im Kopf, aber auch im Herzen erfahren habe. Und dann vielleicht dieses Reformationsjubiläumsjahr als Sprungbrett dafür nehmen, den Glauben neu zu entdecken.